Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir, zusammen das Hashtag ungeschönt Video für Oktober schminken. Und da hat sich die liebe Sarah Isabel ausgedacht, es wäre doch total cool, wenn wir einen Halloween-Look schminken würden. Ich und einen Halloween-Look. Entschuldigung, aber das... ungeschönte Meinung von mir dazu... Ich bin nicht so die Halloween-Queen, aber wir gucken jetzt einfach mal. Wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen Chaotik hier zu machen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also so ausgefallen wie das von Sarah Isabel wird es bei mir safe nicht werden. Da bin ich schon mal ganz ehrlich. Die hat nämlich, ich glaube, über 4 Stunden für ihren Look gebraucht. Also die hat mir heute Morgen und heute Mittag echt... Verzweiflungszwischenbilder geschickt. Also schaut auf jeden Fall heute um 19.30 Uhr bei ihr vorbei, da kommt das Video online. Ich habe mir was überlegt. Also ich habe vor Jahren, das ist sicherlich schon 10 Jahre her, mit den Mädels bei mir aus der Clique, da gehen wir Weiberkarneval eigentlich immer los. Ne? Irgendwann fing dann die Phase an, dass dann bei uns die Mädels nach und nach schwanger wurden und dann war das immer ein bisschen schwierig. Und dann kam Corona Caponi und dann hat sich das mit Karneval und so weiter auch eh so ein bisschen leider bei uns ergeben. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr wird. Das fände ich total cool, wenn wir da wieder raus könnten. Oh, es war immer so schön. Also bei uns ist Karneval tatsächlich und Weiberfastnacht und so eine ganz große Nummer, weil bei uns in der Nähe ist ja das Örtchen Damme. Da waren wir selber noch nie. Wir sind dann halt eher so in anderen Ortschaften unterwegs, sage ich jetzt einfach mal. Und dort ist halt richtig Karneval, krasses Pferd, ich sag's euch. Auf jeden Fall sind wir da mal als Cruella gegangen. Ja, da hatten wir auch aufblasbare Dalmatiner-Luftballons. Die habe ich jetzt leider nicht. Ich habe aber noch mein Kostüm, das habe ich rausgekramt. Das heißt, am Ende werdet ihr dann auch so ein bisschen eine kleine Transformation sehen, jedenfalls obenrum. Denn ich glaube, eine schwangere Cruella ist ein bisschen crazy. Ich habe allerhand Produkte von Purish ja letztens mal zugeschickt bekommen. Ne? Da war auch unter anderem die Disney Villains Cruella Eyeshadow Palette von Catrice mit dabei. Ihr bekommt auch einige der Produkte, die ich euch zeige, bei Purish. Ne? Mit Claudis Welt 15 könnt ihr da 15% sparen, aber nicht alle Produkte. Also das ist jetzt hier wirklich bunt gemischt. Ich habe mir gedacht, Hauptsache der Look wird schön. Ich starte aber auch mit einem Primer und zwar ist es aus der Villains Collection Maleficent Face Primer Luminous Base. Das ist dieser hier. Erinnert mich halt stark an den von Love. Ne? Das ist, selbst der Pumper erinnert mich daran. Das sieht so mystisch aus, wenn das da rauskommt. Also, naja, man könnte entweder mystisch sagen oder ich könnte euch jetzt das ISDE Adventskalender-Unboxing einblenden. Man weiß es nicht. Oh, wow, der hat richtig Glitter-Flitter mit drin. Das ist richtig krass. Also, der ist doch nicht so vergleichbar mit dem von Love, muss ich sagen. So, dann habe ich letztens mal bei Colourpop was bestellt und das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Hyaluronic Tinted Moisturizer. Das ist einmal hier diese Foundation quasi in der Farbe Fair 1N. Und ich wollte halt eine super helle Foundation nehmen. Mal gucken, ob die Deckkraft hiervon ausreichend ist. Ich nehme jetzt mal hier aus dem Luna Beauty Pinsel Set den Foundation Buffer. Das ist jetzt hier kein Make-up-Tutorial, Leute, ne? Jetzt kein Tutorial für Cruella de Vil Look. Nee. I wish. Das ist jetzt eigentlich erstmal so Try and Error von meiner Seite aus. Was übrigens richtig furchtbar ist, ist der Pumpkopf, denn da kommt immer nur so sporadisch was raus und wenn was rauskommt, dann immer nur so häufchenweise. Yay. Ebenfalls gruselig ist, wie die Foundation bzw. der Tinted Moisturizer auf meinem Gesicht ist, nämlich extrem streifig. Das ist total schlimm. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass der bei mir bleibt, Leute. Ich habe Zuschauerpost bekommen. Da kommt das Video aber erst online, wenn ich Mr. Bauch hier auf die Welt bringe tatsächlich. Ne? Und da war jetzt hier von Chic Glam, das hat die liebe Steffi mir nämlich zugeschickt, so ein mega Sponge mit dabei. Ich habe den jetzt mal trocken und werde damit mal so ein bisschen auch versuchen, das Ganze im Gesicht hier zu verteilen, dass es nicht ganz so streifig aussieht. Ne? Ich könnte jetzt noch eine Foundation nehmen, um das Ganze irgendwie noch ein bisschen... Ich mache das nachher mit Concealer, oder? Ja, das kriegen wir schon hin. Denn auch da habe ich von der lieben Karen in der Zuschauerpost was bekommen. Also wie gesagt, das Video kommt noch. Keine Sorge, von MAC in der Farbe NC10. Das wird jetzt ein bisschen crazy, weil das hier ist relativ kühl, das hier ist relativ gelb. Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer Anti-Zones. Also quasi anti-creasy? Anti-Falten? Anti-irgendwas?
Naja, 24 Stunden wird er jetzt nicht halten müssen, aber ja, der darf gerne derbe. Ja, im Prinzip möchte ich wirklich so die allerletzte Farbe noch aus meinem Gesicht entfernen, die überhaupt noch irgendwie drin enthalten ist. Dementsprechend der Concealer ist dafür sehr gut geeignet. Ja, von Damen sollte man sich das jetzt nicht unbedingt angucken. Ist jetzt auch nicht schlimm, jetzt weil wenn ich eine Eyeshadow base, denn man sieht immer noch so ein bisschen meine Äderchen auf den Augen drauf. Da kommt zwar gleich noch ganz viel Augen-Make-up drauf, aber trotzdem. Anastasia Beverly Hills ist der Eye Primer und der ist super krass pigmentiert. Rival de Loop hat ein Under-Eye-Powder mit Q10 rausgebracht. Das ist einmal dieses hier. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen ausprobieren. Ne? Das ist so schön weiß. Leise rieselt das Puder. Wow, also da ist irgendwie ein bisschen viel hier oben drin. Ich muss da mal eben kurz ein bisschen hier rumbasteln. Was ist das denn hier? Wir haben nämlich hier so ein feines Netz drin enthalten. Und da war allerhand Puder schon drin. Das wollen wir natürlich nicht. Theoretisch kann ich mir das ja übers ganze Gesicht geben. Ne? Dann nehme ich jetzt hier auch aus dem Villains Pinsel Set diesen Face Brush. Dippe ein bisschen rein. Wow. Und dann aufs ganze Gesicht. Diese Staubwolke. Ja, es gibt Gründe, warum man sein Outfit eigentlich später erst anziehen sollte, ne? Mist. Okay, ja, das ist einfach krass explodiert hier. Wahnsinn. Also, ich bin jetzt wirklich so auf dem Trip Casper the Funny Ghost oder wie auch immer, the Friendly Ghost. Ich möchte aber trotzdem so ein bisschen Bronzer mit reinbringen. Nicht viel. Ich will es nicht übertreiben. Kiko, Charming Escape. Da habe ich nämlich den Silky Bronzer. Und der ist halt wirklich nur so ein bisschen. Man muss mal gucken, was der Pinsel damit macht. 02 Unique Sienna ist die Farbe. Ich mag super gerne Kiko-Sachen, weil die halt schön sind von der Qualität. Die sind schön vom Packaging. Da habt ihr auch letztens von mir ein Haul gesehen, wo ich den auch gezeigt habe. Ne? Der ist einfach hübsch. Der ist einfach hübsch. Auch hier, Pinselwaschfaul ist Claudinchen, das ist ja immer so der Fall, ne? Ja, trage ich mir den auf. Ja, doch, das muss schon sein, ne? Sonst sehe ich einfach zu eindimensional aus. Auch ein bisschen Blush möchte ich mir gönnen, beziehungsweise in meinem Gesicht. Da ist auch aus der Villains Collection die Evil Queen am Start mit dem Maxi Blush und der ist wirklich hardcore, riesig. Also das, ja, Love at First Bite heißt der, ne? Das ist einmal diese Schätzelein und den werde ich jetzt auch ein bisschen auftragen, um so ein bisschen was drauf zu haben. So Apfelbäckchen vielleicht hier so, aber nicht zu intensiv, also nicht zu sehr in diese Shimmery. Worauf ich hingegen verzichte, ist, dass ich mir Blush auf die Nase gebe, weil so einen Stupsnäschen-Effekt brauche ich jetzt tatsächlich für Cruella nicht machen. Nicht machen, nicht kreieren, nicht machen, nicht schminken, nicht. Einen sehr, sehr kühlen Highlighter werde ich jetzt aber verwenden von Odin's Eye, den Nons Mesmerizer Veil of Fortune, das ist dieser hier. Den hatte ich mal, ich glaube, in der Mystery Box von Odin's Eye mit drin oder so, ich weiß es gerade gar nicht so sehr. Und hier nehme ich auch einen ganz leichten Highlighter-Pinsel, nur weil ich jetzt nicht weiß, wie der so knallen wird. Oh, der ist sehr, sehr glitzerig, ne? Ich wollte jetzt eigentlich keinen Feenstaub. Egal. Der ist mehr Gold, als dass er kühl ist. Das ist ein bisschen schade, aber er ist halt da. Kommen wir jetzt zu einem sehr essentiellen Part. Ich habe leider nicht so viel dunkle Augenbrauenprodukte. Ich habe jetzt hier gerade einen von Benefit zugeschickt bekommen. Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Der ist jetzt in der Farbe 4. Den fand ich persönlich jetzt relativ dunkel. Und damit möchte ich jetzt einfach mal versuchen, meine Augenbrauen so ein bisschen Cruella-stylisch zu machen und so dunkel wie möglich hinzubekommen. Und da kann ich jetzt eigentlich auch richtig in die Vollen gehen und so richtige Blockaugenbrauen malen. Ne? Also da brauche ich jetzt nicht irgendwas mit feinen Härchen machen. Theoretisch könnte ich hier einen tragbaren Cruella-Look von machen, aber ich glaube, seitdem ich diese weiße Base drauf habe, ist eh alles verloren. Es fühlt sich gerade so falsch an. Einfach so falsch. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Ja, meine Augenbrauen möchten irgendwie überhaupt gar kein Verwandtschaftsverhältnis miteinander eingehen. Oh, ja, aber dann kann ich vielleicht auch einfach ein bisschen verdutzt gucken. Oder eine Augenbraue hochziehen. Dann passt das schon wieder, ne? Aber dem Augenbrauenstift muss man definitiv zugestehen, dass er ultra krass pigmentiert ist. Das ist der Wahnsinn. Ihr seht ja, wie viel Produkt ich hier drauf haue, ne? Und man sieht dem Stift nicht unbedingt dran an, dass er benutzt wird. Und der haut richtig viel Pigment raus. Also der ist neu, ne? Wie gesagt, der heißt Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Krasses Pferd. Aber am besten dann in eurer eigenen Farbe auch, ne? Es sind auf jeden Fall Evil Eyebrows, ne?
So, ich musste Sarah Isabel jetzt mal einen Augenbrauen-Zwischenfazit schicken. Wir machen jetzt weiter. Man könnte sie jetzt fixieren. Müssen wir jetzt gerade nicht, oder? Nein. Wir machen weiter. Ich versuche jetzt tatsächlich den Cruella-Look zu schminken. Bisschen blöd gelöst mit dieser Palette, muss ich ehrlich gestehen. Denn die Cruella, die hier abgebildet ist, ist die Disney-Cruella, die wir ja auch quasi aus den Zeichentrickfilmen so kennen. Aber den Look, den sie trägt, finden wir nicht in der Palette. Das ist ja eher so ein kühler Look, ne? Und dieser kühle Look schreit ja eher danach, dass wir quasi diesen Emma Stone-Look schminken. Und das werde ich auch machen. Also quasi so richtig smoky-eye-mäßig. Das heißt, ich starte mit so einem schönen, ausblendbaren Kajalstift. Das ist jetzt von Clinique, der Quickliner for Eyes Intense. In Schwarz hatte ich vor gefühlten 100 Jahren mal irgendwo in einem Adventskalender drin. Und damit werde ich jetzt zuallererst euch ein Stückchen näher ranholen, dass ihr euch das Elend von nahem angucken könnt. Definitiv. Ich muss es ja auch ansehen. So, zuallererst ziehe ich mir damit nämlich hier so einen schönen Liner. Sowohl oben als auch an der Wasserlinie. Oh, wie lange habe ich das schon nicht mehr gemacht, ne? Und natürlich auch am unteren Wimpernkranz. Offensichtlich heulig. Oh. natürlich auch hier untere Wasserlinie. Und wenn ich dann hier unten so bin, kann ich den schon mal so ein bisschen hochziehen Richtung Augenbrauenspitze. Dann nehme ich mir einen Smudger und verblende oder versmudge das Ganze so ein bisschen oder smoke das aus. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Oh oh. Oder doch lieber so einen runden, festgebundenen. Try and Error, Leute. Ihr kennt das. Wir brauchen definitiv hier oben mehr Kajal. Und dann mache ich das wirklich so Stück für Stück, dass ich den immer wieder ein bisschen aufbaue und dann wieder ein bisschen blende. Das sieht halt furchtbar aus, ne? Weil das halt auch super ungewohnt ist. Aber da kommt gleich auch noch schwarzer Lidschatten und so mit bei. Aber ich brauche jetzt erstmal so eine Art Basis. Das ist jetzt gerade richtig blöd gelaufen, weil da sind wir richtig schön, ne, nach oben gegangen und hier haben wir uns gedacht, nö. Ich gehe jetzt hier in die Cruella-Palette und gönne mir bzw. meinen Augen den Ton Obsessed. Das ist so ein ganz dunkles Anthrazit, kein richtiges Schwarz. Und im Prinzip sette ich damit dann den Kajal, den ich jetzt gemacht habe und blende das gleichzeitig auch noch so ein ganz kleines bisschen aus, dass es ja, soft wird. Ich weiß nicht, ich mache das halt einfach drüber, damit gerade bei den Schlupflidern, die ich habe, das nicht allzu sehr smatscht. Irgendwie muss ich diesen Blaustich, Blau-Grün-Stich von diesem Kajal auch wegkriegen, muss ich sagen. Das sieht nämlich noch ein bisschen komisch aus. Das sieht jetzt wirklich sehr, sehr düster aus, aber das soll es ja auch werden. Ich nehme jetzt noch den Ton Dusky, das ist dieses wunderschöne Grautönchen. Und damit werde ich mir zum einen hier so eine Verlängerung machen. Im Prinzip mache ich eine Nose-Kontur, beginnt an meiner Augenbraue. Also das wird jetzt sehr, sehr crazy. Also das soll halt so ein richtig krasser Schatten dann werden, ne? Ja, ich habe einen Schatten, ne? Das wird immer böser und böser in meinem Gesicht. Krass, den kannst du auch verwenden als Konturton theoretisch, ne? Also ich meine hier, das ist mir vielleicht so ein bisschen zu... Ich meine, wenn du es nur frontal siehst, dann sieht es gut aus, ne? Aber wenn man es so von der Seite sieht, sieht es dann merkwürdig aus. Aber gut, ja, Seitenkontur mache ich damit auch noch ein bisschen. Da nehme ich dann einfach den Highlighter-Pinsel, den ich jetzt eben ja schon verwendet habe. Der ist ein bisschen fluffiger, kann da ja auch mit reingehen. Und dann schauen wir mal, dass ich den halt so richtig... Ja, mhm. Hier so auch hinsetze, ne? Das ist krass. Das ist ja krank, wie das geht. Okidoki Miloki, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr Glam reinbringen. Smudger-Pinsel, Ton, Fashion. Das ist dieses schimmernde Weiß, Silber, weißliches Silber. Und den packe ich mir ganz intensiv in meinen Innenwinkel und auch auf mein bewegliches Lid. Außerdem setze ich mir den auch noch unter meinen Augenbrauenbogen. Krass, Leute. Einfach krass. Ich habe mich noch nie so gesehen. Noch nie. Simi! Komm rein. Na, du? Hi! Was hast du? Da kommt der kleine Süße einfach mal hoch, wie süß. Okay, wer mag, kann sich jetzt natürlich noch einen Eyeliner geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringen würde. Ich kann es ja mal versuchen. Ich habe jetzt hier einfach mal von Trend It Up den Ultra Matte Eyeliner Pen in Waterproof
Und da werde ich einfach mal gucken, ob der überhaupt hier jetzt über diesen Megakram nochmal zeichnen möchte und ob man da überhaupt was von sieht. Ich glaube, ich male mir den wirklich jetzt nur so ein bisschen ich male die Inge damit an. Nein, ich male mir den hier in den Innenwinkel so ein bisschen, dass das so ein bisschen böse aussieht. Und hier außen weiß ich gar nicht. Da siehst du nichts von. Nicht wirklich, ne? Kann man sich auch sparen. Ja, wunderschön, ne? Oh Gott, ich finde es echt merkwürdig. Aber gut, ja, normalerweise sieht man das Ganze ja auch aus einer anderen Perspektive. Wir sind noch nicht fertig, Claudinchen. Komfortzone ganz woanders. Okay, natürlich muss das Ganze gesettet werden. Und da habe ich jetzt hier von Pixi den Glow Mist aktuell in Anwendung. Der wird natürlich auch jetzt zum Einsatz kommen. Wie Sammy einfach da vorne liegt und mich beobachtet. Ja, Sammy, Frauchen sieht merkwürdig aus, ne? Die wird gleich noch viel merkwürdiger aussehen. Natürlich curl ich mir die Wimpern, ist klar. Weil künstliche Wimpern habe ich jetzt nicht. Könnte man natürlich verwenden, aber ich habe sowas halt nicht hier. Beziehungsweise ich hätte es hier, aber das ist halt so in den Verlosungskisten drin, weil ich die ja selber eigentlich nicht trage, ne? Und dann ist es irgendwie meiner Meinung nach Verschwendung, wenn ich die jetzt verwenden würde. Als Mascara verwende ich die I Love Extreme Evil Queen Mascara. Das ist diese hier. Die hat auch so ein richtig fettes, fettes Bürstchen, Leute. Ja, die Kamera kommt auf gar nichts mehr klar gerade bei dem Look. Und schaut so aus. Ist wirklich ein Brecher, ne? Extrem. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt erste Schicht, zweite Schicht überhaupt was sehen werden. Aber wir versuchen es mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, es ist halt einfach bei diesem krassen Augen-Make-up, da siehst du nicht viel von der Mascara. Man sieht es halt, wenn man da rangeht. Ne? Da sieht man auch die Wimpern und so. Und da ist halt auch alles sehr intensiv. Es ist und bleibt alles sehr intensiv, gerade in meinem Gesicht. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den Sachen, die den Look jetzt nochmal so ein bisschen auf eine andere Ebene heben werden. Rote Lippen und das Kostüm. Für die Lippen gibt es erstmal einen Lip Liner, da mache ich jetzt so meine Lippenkombi, die ich jetzt auch aktuell für Adventskalender immer nehme. Ne? Das ist von Max Factor einer, der Color Elixir Lip Liner in der Farbe 10 Red Rush, der ist richtig, richtig gut. Ich habe jetzt gerade erst nämlich meinen von Douglas aufgebraucht und das ist jetzt der nächste, der dran ist. Und natürlich muss das Ganze hier oben auch ein bisschen spitzer werden. Ja, und darüber kommt, ich sehe so komisch aus, kommt der Lippenstift von Chanel, den habe ich mal auch irgendwo in Trashy drin gehabt. Rouge de Coco 440 Arthur oder Arthur. Kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Ich weiß auch nicht. ja, Leute, ne? Mit Handschuhen und nur noch einer Handschärpe, weil die andere habe ich mal irgendwann auf dem Zelt verloren. Wäre das jetzt mein fertiger Look, meine sehr verehrten Damen und Herren? Es ist schon cool. Es ist eher so eine kleine Cruella im Punk-Dasein, oder? Keine Ahnung. Ich feiere den Look tatsächlich. Also jetzt passt es auch. Jetzt passen die Augenbrauen, jetzt passen die Lippen. Jetzt passt alles irgendwie zueinander. Jetzt passt es, dass Sammy hier hochgekommen ist. Das ist einfach der geilste Hund überhaupt. Und ja, ich würde sagen, Challenge irgendwie schon bestanden, ne? Denn das ist definitiv ein gruseliger Look, den man dann zu Halloween tragen könnte. Es ist eher so Cruella auf Droge, weil das ist einfach irgendwie diese Perücke, die war immer schon ein bisschen crazy. Ihr Lieben, ja, das war jetzt hier mein Hashtag ungeschönt Video zum Monat Oktober. Ein bisschen spookiger Fruki. Ich hoffe, Sarah Isabel, dass dir dieser Look auch gefallen wird. Ja, okay. Und wenn euch dieser Look und dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen ungeschönt Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Ne? Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.